Aber ist Twitter, ich meine, es heißt zwar immer, es ist kein rechtsfreier Raum, aber ist es nicht doch irgendwie rechtsfreier Raum? Kannst du nicht machen, was du da willst und also keine Sau für dich zuständig? Wenn es rechtsfreier Raum wäre, würden die ja keine Hakenkreuze posten können. Glaubt ihr, man hört noch mal irgendwann was von Michael Schumacher? Nee, ne? Also von ihm, der bringt noch mal so eine App raus. Ich glaube, man von ihm selbst, der kommt raus und hat ein Album aufgenommen. Ich glaube, der macht noch mal so ein Whistleblower-Ding. Irgendwie sowas in der Richtung. So, wo niemand mit rechnet. Ich glaube, wir sehen ihn nie wieder. Ich glaube, der große Fehler war, dass die nicht von Anfang an Klartext gesprochen haben und gesagt haben, okay, Michael ist Moos. Ja, ist der. Also der ist Moos und den gibt es im Prinzip nicht mehr in der Form, in der ihr ihn kennt. Und in der Form, der jetzt noch existiert, ist ein Schleimbrocken. Ein Schleimbrocken. So ungefähr. Ja. Ist auch schon so lange her, man hat auch irgendwie seinen Segen damit gemacht, oder? Also es klingt ein bisschen hart. Ich habe mit ihm abgeschlossen, ehrlich gesagt. Ich sag, hör jetzt auf, der hat bestimmt sehr teure Anwälte. Glaubt ihr, dass Ralf Schumacher schwul ist? Das ist jetzt aber... Ich weiß nicht, warum reden wir denn jetzt über mich? Was ist denn jetzt hier? Was ist denn los mit dir, Eddie? Fühlst du dich als Mensch missverstanden? Willst du nicht immer der Eddie-Nator sein? Jetzt ist die Scheiße am Laufen. Denken mir nicht alle, er ist unsympathisch. Ja. Jeder denkt so, ah, ich hab den besseren ab. Jedenfalls, wir sind die Ersten, die einen Film rausbringen, den man nicht angucken soll. Also vor einem Jahr war ich irgendwie in Almost Daily und da hieß es so, hat Simon erzählt so, ja, ich habe jetzt bald das Skript fertig und so und dann machen wir einen geilen Film und so. Der Clou war, der Film läuft. Ihr guckt Game One, der Film. Und die ganze Zeit fragt ihr euch, die Szene aus dem Trailer, die ist überhaupt nicht stattgefunden. Und dann stellt sich raus, der Trailer war im Prinzip das Ende. I go hard in the motherfucking paint, nigga. Bezahlst du den? Nach der Werbung erfahren sie es hier bei Almost. Fuck, Buddy! Was? Wir haben verschlafen! Wir haben vergessen, den Affiliate-Link zu klicken! Alles, was ihr jetzt bestellt, unterstützt uns ein kleines bisschen, ohne dass es euch auch nur einen Cent mehr kostet. Boah, ich will es auf jeden Fall angucken, alle. Sag mal, du hast doch den neuen Audi dir gekauft, ne? Ding, 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 ding. Mega dumm. Und jetzt? Action, ne? Aber gibt's sowas, wo ihr sagt, ah, das hätte ich gerne mal probiert? Manchmal denke ich so, oh, ich wäre so gerne Hacker. So ein geiler Hacker. Boah, ich wäre so geil. Können wir vielleicht noch 5 Minuten dranhängen, bitte? Das ist gerade echt nett. Schlitten. Schlitten. Wir sind nicht hier, um zu bewerten, was Sex hatte mit ihr. Ja. Wir sind nur wegen einer Sache hier. Das ist doch unglaublich. Hochinteressant. Was magst du eigentlich? Was ist für dich so ein richtig... Wo fühlst du dich so richtig wohl? Vor versammelter Mannschaft ballerst du mit meiner Mutter und ihrem Freund. Er ist dabei. Klar. Das ist schon ganz geil. Ich glaube, man sieht ihn nie wieder. Echt viele, viele Fragezeichen. Ich glaub, die halten einfach alle dicht. 100.000 Euro und du behältst mal schön die Schnauze. Alles klar, Akt geschlossen, sie blablabla, raus. Also der Grund, warum ich nicht die Schauspielkarriere gewählt habe, ist, dass ich mir nicht vorstellen konnte, in Deutschland Schauspieler zu werden. Seit ich diese Masterclass nehme. Ich wollte nicht irgendwie Alarm für Cobra 11 oder irgend so eine Kacke werden. Captain kämpft gegen Eduard Laser, kämpft gegen den Sega-Nerd. Bam, bam, bam. Kämpf. Lauter crazy shit. So, gesprungen, weil er sich in der Luft gedreht und ist dann mit dem Kopf voran. Tiefschnee, aber ist dann erstickt. Das ist eigentlich ganz cool. Das liegt aber auch an euch. Das stimmt. Ja. Du hast deinen Schwachpunkt analysiert. Auf die Vorhaut spielt. Ist einfach ein Prequel. Man schon den vierten Teil gesehen hat. Okay, wir kommen zum Ende. Vielen Dank. Danke, Gunnar. Schnell Schluss machen. Das war's mit Almost. Vielen Dank fürs Einschalten. Okay, schreib mal mit A.